Skorpionschlüssel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir haben noch 2, 3 Türen für die Krähe. Ich fühle mich gewappnet. Wo ist der Eingang? Da. Okay, haben wir hier unten eigentlich irgendwo noch ein Krähen-Ding? Da, die Kammer. War das richtig? Ja. Dann Überwachungsraum durch, dann Saloon und da hinten ist noch ein Krähenraum. Dann gehen wir da mal hin, weil der halt in der Nähe ist. Wartet, hier war das, glaube ich, irgendwo das Klo. Da ist das Hirsch. Da ist die Tür. Nice. Wir haben ganz vergessen, dass wir hier einen Granatwerfer haben. Den nehme ich erstmal mit. Ah, oh, schon wieder. Was ist das? Flammengranate. Ja, ich bräuchte auch was zum Granatieren. So. Das ist mein Beutel halt schon wieder voll. Das ist doch auch nichts. Schießpulver geht. Ah, das hat sich doch schon gelohnt. Haben wir unten noch irgendwo einen Krähenraum? Da hinten ist noch irgendwo. Ne, ich glaube eine Schlange. Okay, dann gehen wir mal hier wieder raus. Warte, ist das jetzt der gleiche Weg? Egal. Ich werde schon irgendwo rauskommen. Ach, jetzt sind wir vorne beim Mischspiel. Jetzt mal einmal rundherum gelaufen. Kann man oben? Geh mal oben. Oben hat man Schlangen. Ja, oben hat man die Schlangenraum. Nur einen. Den müssen wir noch holen. Das ist auch nur noch ein Schlangenraum. Werkstatt, da müssen wir hin. Okay. Wie kommen wir jetzt eigentlich da runter? Das ist die Garage, Eingangshalle. Müssen wir nicht hier auch da lang fürs runtergehen? Wie kam er noch mal in den Keller? Ne, das war das alte Haus. Hier war das nicht. Wer fährt hier mit dem Zug lang? Was soll denn das? Sind wir doch da lang? Ne, das war hier. Küche, Garage, Waschraum. Nach unten. Wo ist die verdammte Tür noch weiter runter? War die doch hier? Ist sie hier lang? Hey, trotz Karte komme ich nicht weiter, weil ich aber nicht sehe, welche Treppe wohin führt. Ich Karten nicht verstehe. Hier war ja das Männerzimmer. Davon aus bin ich ja auch weitergekommen. Zum. Da! Da, 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 da muss ich hin. Kann auch nochmal kurz speichern. Und vielleicht die Taschen leer machen. Aber was kann ich denn da lassen? Ich glaube, ich lasse erstmal den
Granatwerfer da. Flammengranate lasse ich auch da. Dann habe ich hier wieder ein bisschen Platz zum Tragen. Von dem Flammenwerfer an sich möchte ich mich noch nicht trennen. Ich glaube, den brauche ich noch. Hier unten war ja dann auch irgendwo noch eine Krähentür. Warte, war das die richtige? Nee, war der falsche Weg. Ich muss in die andere Richtung. Den Boilerraum? War hier nicht noch eine andere Tür oder habe ich schon. Nee, das war glaube ich die Skorpiontür, die habe ich schon aufgemacht. War keine Krähentür hier unten. Ach, hallo Oma, jetzt hätte ich beinahe auf dich geschossen. Was machst du denn hier ohne? Was geschickt? Ist doch kein Platz für so eine alte Frau. Ist doch keine Umgebung. Ist doch viel zu laut. Obwohl, vielleicht hörst du da endlich mal was. Weiß ja auch nicht. Da ist das Hörgerät nicht drin. Hier unten? Ich glaube, ich muss hier runter. Ist jemand angeschlossen? Nee, hat jemand eine Tür zugemacht. Was? Wo ist es denn? Ah, da unten. Die Hunde sind echt schwer zu treffen. Ich habe die lieber auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist auch der Sinn davon, dass man halt mal was anderes hat. Mal nach ohne gucken muss. Ich bin froh, dass es nichts Fliegendes ist. So. Hier war das doch irgendwo. Leichenhalle. Hier durch? Hier durch? Nee. Ich muss eins höher. Oder? Das war hier oben. Da? Ja, guck mal. Zeig das dann echt, der Möbelsteck den Hammer im Drachen. Nein. Ja doch, komm. Ja, tut mir leid, Kumpel. Ja, der stört sich daran nicht mehr. Puh, das, der ist mir egal. Ja, ein Schlangenflug. Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan. Hinten noch einer? Nö. War nur die zwei? Will hier nicht noch einer von hinten kommen? Oh, doch. Oh. Ja. So. So viel dazu. Aber ich glaube, ich muss auch hier oben lang, oder? Denn eigentlich? Hallo? Hier unten war ja dann die Schlangentür. Ja, dann kann ich da durch. Abkürzung. Kann ich durch alle Türen durch?
So. Winke, winke. Na, wie geht's dir? Hier stolpert auch noch irgendjemand durch die Gegend. Achso, das ist Ventilator-Ding. Mir geht's auch gut. Nur ein bisschen lost gerade im Spiel, weil ich mich ständig verlaufe, aber das ist auch nichts Neues. Ah, nicht mich Pause drücken, Pause drücken. Schießen, schießen, schießen. Danke. Bist du tot? Okay. Muss ich mich entscheiden, ob ich werte da Minecraft-Spiel her. Ne, ich spiele jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Weil ich später komme ich mal mit in VR-Chat. Aber dann halt auch nicht im Stream. Lecker, oder? Wo ist denn lang? Da ist die Werkstatt, oder die ist zu. Da komme ich nicht rein. Ich will aber rein. Aber irgendwie kommt man da rein. Ich spiele ein bisschen Minecraft hier. Ich muss jetzt erstmal wieder nach oben. Da kam ich her, dann ist das der falsche Weg. Wie kann ich ja eh nur im Kreis laufen? Kommt da einer? Kommt da einer? Nee, nee. Okay. Da ist die Tür. Da muss ich durch. Habe ich irgendwie generell Zeug, das weg kann? Brauche ich noch den. Ich guck mal in die Legende. Ich brauche nur noch den Schlangenschlüssel. Nice, dann kann der Krähenschlüssel weg. Dann schalte die Türen auf. Da muss ich den ja auch nicht mit mir rumtragen. Mal den wegtun. Einmal den Krähenschlüssel weg. Ich werde jetzt ein paar Sachen mittragen müssen. Ich glaube, dann tue ich doch auch erstmal den Flammenwerfer weg. Den werde ich doch nicht brauchen bei Lukas. Malusches? Ich habe immer nur vergessen, wie der Typ heißt. Den Rest behalte ich. Aber die Tür auf. Danke. Ich höre dich laufen. Wen höre ich denn laufen? Ja, ich höre dich laufen. Jetzt liegen. Ich richte da noch eine Flinte, die da. Ich weiß aber nicht, ob die stärker ist oder schwächer. Hallo, nicht wegstecken, schießen, danke. Sowas. Irgendwo tapst noch einer herum. Irgendwo war noch einer. Hast du in der neuesten Version? Ja, mal kurz, aber ich habe momentan irgendwie nicht so wirklich Lust auf Minecraft. Weil es ja momentan so ein bisschen Minecraft-Motivation verloren. Ich weiß nicht, was ich anstellen soll. Oh komm, lass Klavier spielen. Ist kaputt. Oh schade, ich darf kein Klavier spielen. Mütze, hier ist eine Pflanze. Nehmen wir die mit. Versteck. Kaputter Spiegel. So kann man auch wählen, dass man halt Spiegel machen muss. Man macht sie einfach kaputt. Okay. Das ist der Oliver, der verloren gegangene Freund vom Lukas. Ja, Freund. Der ist jetzt. War der auf dem Dachboden? Hat er den auf dem Dachboden eingesperrt gehabt? Irgendwo hat er den eingesperrt gehabt. Na, guck mal. Ah, da drauf drücken. Ich glaube, er hat ihn auf dem Dachboden eingesperrt. Ich könnte ja auch lesen, aber da habe ich keine Lust zu. Pillen? Das kann man was zum Herstellen. Ist hier irgendwas? Hm. Okay.
das war Ball. Ja, das ist nicht so spannend. Nix auf den Ball drauf. Schade, keine Geheimnisse. Ja, der hat ein paar Flintenmunis im Kinderzimmer, warum auch nicht? Dritter Platz für den Kinderwettbewerb. Ich glaube, da war er nicht glücklich drüber, dass er nur... Oh, er hat noch ein paar mehr. Ja, aber dass er da den dritten Platz war, da finde ich bestimmt nicht gut. Zweiter Platz. Dritter Platz. Baseballschläger. Von wann ist der? Keine Ahnung. Einfach so aufgehoben. Okay. Einmal ein Foto von mir gemacht, der hat einfach wahrscheinlich so. Ja. Die ganze Gerade, die man macht, wenn man die Q-Test macht. Was da also mit dabei gehört. Oder dass man vielleicht irgendein anderes Problem im Kopf hat, weiß man nicht. Kann bei ihm beides zutreffen. So, haben wir hier einen Schrank mit einem Videoband. Happy Birthday! Das müssen wir uns angucken. Es sind Chemie mit, ist auch nichts dabei. Diese Puzzle-Dinger. Da. Einmal. Nein, jetzt hab ich's verdreht. Ja. So. Yay, die erste Karte. Wir brauchen aber zwei. Oh, natürlich habe ich hier zu viel Zeug. Nicht mit dem was anstellen. Dann mache ich Nervengiftgranate. Ja, bitte. Danke. Waren hier nicht ein paar mehr Sachen, die ich mitnehmen konnte? Ich brauche noch irgendwie eine Holzaxt und eine Holzflinte war noch irgendwo. Oder waren die in einem anderen Dachbodenteil? Ich dachte, die wären hier. Aber ich habe die... Habe ich... Nee. Da ist noch irgendwo ein Schlangentürchen? Nö. Nee, es war das letzte mit einem Schlangentürchen. Es war nur hier, aber hier müsste dann noch mehr sein, oder? Ach, da! Na, dann brauche ich ja mehr Platz. Und das kann ich ja nicht einfach wegwerfen. Nee. Oh, man kann auch einmal die Pflanze benutzen. Okay. Dann nehme ich die Axt mit. Weil dafür brauche ich zwei Sachen frei. Okay, dann muss ich erstmal Platz machen. Jetzt mit der Axt. Die Axt kann ich aber direkt benutzen und dann komme ich wieder für die Flinte. Läuft hier nicht weg. So, Holzspielzeug. Wo soll das schon hin? Dann muss ich gucken, wo das zweite Ding ist. Dann kann ich auch gleich in den Wohnwagen gehen und mein Zeug halt ablegen. Ist hier unten noch einer? Will noch jemand Stress? Oder Kopfschmerzen? Okay, nicht. Ist hier einer, der Stress will? Fertig. Nein, der Flint ist halt echt nice. Münzen hatte ich keine mehr. Nee. Okay, erstmal an die Kiste. Ich brauche den Schlangenschlüssel nicht mehr. Das habe ich gemacht. Den Dietrich lasse ich mal dabei. Brennkraftstoff für den Brenner. Den habe ich ja gar nicht eingesteckt. Möchte ich eine Medizin auch rüber?
Mache ich die Granate mal rüber. Flintenmuni. Patronenmuni. Pistolenmuni. Patronenmuni, genau. Ah, das Band. Hier ist doch ein Fernseher. Dann gucken wir uns das Band direkt an. Und dann machen wir das mit den Holzwaffen. Das müssen wir nicht gesehen haben. Sonst schaffen wir es, glaube ich, gar nicht. Geht es, wenn wir das Band nicht gucken? Eigentlich schon. Wird aber schwieriger. Und trinken, das dauert ja immer ein bisschen. Oh, ich habe noch Kekse. Ich sehe gerade, ich habe noch Kekse. Verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Das ist mein Lieblingsteil in dem Spiel mit den Rätseln. Kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das fertigzustellen. Er freut sich auch so schön. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Ja, wir werden unseren Spaß haben. Ich frage mich, wie hat er das aufgenommen? Hat er dem einfach so eine Kamera an den Kopf gemacht, so mit so einem Band? Weil er nimmt ja was auf, das ist ja auf VHS drauf. Hallo, mein Freund. Gibst du mir die Kerze? Dankeschön. Tja, oh, da wirst du dich freuen. Ja, ich weiß, ich kenne das Spiel ja schon, ich weiß es. Weil ich finde das richtig gut. Wir haben hier ein Klo, wir haben hier ein Waschbecken. Wir haben einfach nur als Ziel, hat er es uns schon gesagt? Nee, hat er noch nicht gesagt. Als Ziel ist es. Da ist eine Torte, da muss eine Kerze noch drauf. Hm, schade. Hat nicht funktioniert. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne endlich aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schlafvollen Tod sterben. Ich weiß. Das geht nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. So einfach ist es. Wir müssen einfach nur die Kerze. Leck mich. Dann nehmen wir das mal mit. Weil alles, was wir mitnehmen können, wird mitgenommen. Haben wir eine Aufziehschlüssel? Yep. Lola, du warst erst draußen. Jetzt tu nicht so. Ja, schön dekoriert, oder? Hat er da wunderschön gemacht. Okay. Das mit dem Kätzchen funktioniert nicht. Ja. Immer schön brav alles einsammeln. Das machen wir doch auch mal. Wir gehen mal überall hier durch. Wir haben hier, keine Ahnung, sehr weirde Bilder. Alle freuen sich. Da ist ein Hund. Da ist ein Ventil. Da ist eine Wand. Hier haben wir irgendwas, was pustet. Da kann man noch nichts mit benutzen. Da kommt Gas raus. Schön, dass er uns auch sagt, was da rauskommt. Wir haben hier ein bisschen was. Wir haben hier ein bisschen was. Aber hier kann man... Unser... Ja, dann mach auch die Kerze an. Dankeschön. Jetzt haben wir wieder Kerze. Und sonst haben wir weiter großartig nichts hier. Wenn ich mal Wasser anmache. Aber der kommt nichts. Schön. Ja, wir das Klo spülen. Er ist dezent verstopft. Ist. Aber da schwimmt was drin. Widerlich. Was wollen wir haben? Mann, das. Super, die hier im Raum mit einem offenen Gashahn. Ja, oder? Wunderbar. Aber es ist nichts passiert. Naja, im Fernrohr. Guck mal, ich kann da rangehen und nichts passiert. Wir können das benutzen, aber das ist ziemlich dreckig. Wie kriegen wir das jetzt sauber? Ja, wir werden uns halt nicht verlaufen, wenn wir nicht gucken. Gesputzt, ja. Wenn wir es eigentlich sparen können, die anzumachen. Guck mal, das ist sauber. Haben wir hier.
Was sehen wir hier? Wir haben hier komische Bilder. Keine Ahnung, Galgenmännchen. Ein Grabstein mit Vogel und E.T. Ich weiß gar nicht, bleiben die Symbole die gleichen oder nicht? Für jeden Spieldurchgang. Na ja, mal. Eine Strohpuppe. Yay! Achso, ja, hier können wir dann das Wasser austreten, falls wir einen Hahn haben, der da hinten ist. Wir können hier Sachen anzünden. Unsere Strohpuppen reichen jetzt hervorragend zum Anzünden. Ein bisschen Voodoo. Hier haben wir einen Puppenfinger. Unser Puppenfinger gehört ja an sich an eine Puppe. Vielleicht auch an die Hand von der Puppe. Wäre vielleicht besser. Und da können wir nicht das Fernrohr, sondern oh, da. Das Gedönse hier. Funktioniert noch nicht so ganz. Dem Kollegen fehlt was. Wir können unsere Kerze wieder anmachen. Was verwendet? Ja. Ah ja, Licht, das wäre Licht. Wir haben ja den Raum hier drüben noch gar nicht begutachtet. Da kommen wir jetzt auch hin, weil die Schnur ist ja auch nicht wirklich, ja, sicher. Hey, Party! Party, 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 Party. Ja, nehmen wir einen Ballon. Hä, den müssen wir jetzt aufpusten. Ja, das ist ja komisch. Das ist ja irgendwie doof. Wir haben ja irgendwie keine Lungenkapazität, weil wir pusten ihn ja halt nicht selber auf. Yep, mit Gas. Ja, Ballon. Auch gar nicht auffällig, dass der so komisch pieksig ist. Ich habe so keine Ahnung, wie die da reingepasst hat, aber sie war da drin. Dass er auch nicht weggegangen ist, nachdem er den... Er hat den pieksigen Ballon da festgemacht. Ich weiß ja auch nicht. Er ist selbst dran schuld, dass er das abgekriegt hat. Aber wir haben ja seine Feder. Die könnte sich doch eigentlich... Oh, jetzt hast du falsch erwischt. So, nochmal. Die Hand. Würdest du bitte die Hand nehmen? Danke. Ja, anscheinend ja nicht. Auch nicht, als er das dran gemacht hat. Ja, guck, er ist selbst dran schuld, was ihm jetzt passiert. Was zum Teufel ist das? Was machst du? Was machst du da? Oh Mann, nein! 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 Ja, ein Tattoo. Also selbst dran schuld. Hey, das war jetzt Timing. Das war jetzt cooles Timing. Hey, danke für den Raid. Aber ich guck gerade auf den Abend mit Loser und Raid geht los. Yay, das ist Timing 1A. Hey, willkommen. Was habt ihr so gemacht? Ich habe auch was gespielt. warte mal, ich habe jetzt den Namen. Ja, jetzt können wir ein Passwort eintippen. Wir sind genau hier. Ah, ich habe auch gespielt! Ja, ich bin jetzt bei dem Tape. Ja, unser Passwort gekriegt. Ah, da war es O. Ich muss jetzt zu Lukas. Lucius? Heißt der Lukas oder Lucius? Ich kann mir den Namen nicht merken. Ich habe ja schon zigmal gehört. Ich weiß jedes Mal. Wo ist das E? Lucia. Da. Hi.
Wo ist es denn? Da ist das Ding, hier ist die Wand da. Ich verwirre ab und zu mal die Optik, weil das Sichtfeld so minimal ist. Ich weiß meistens nicht, wo ich stehe. So, das Kätzchen machen wir es nochmal aus. Dusche. Wenigstens stinkt der nicht, so oft wie er jetzt geduscht hat. War die auch jetzt bei dem Tape beim ersten Mal? Dass man das durchmachen muss mit dem Kameramann wahrscheinlich. Ich glaube, das war der Kameramann vom Anfang. Ich kann es jetzt nicht 100% sagen. So, guck mal jetzt mal die Kerze an. Wenn die auf Kuchen, dann haben wir gewonnen. Okay. Okay. Ist auch schön, oder? Du glaubst noch nicht dran. Ja, bestimmt. Wirst du jetzt gleich mal gucken. Ah, ja, wir haben es geschafft. Yay! Gratulation, Gratulation. Kann auch nichts mehr schief gehen. Oh. Oder der Kuchen explodiert. Hat ja keiner mit rechnen können. Ja. Der Cake ist live, ja. The cake is a trap. Feuer da. Scheiße! Nee, Feuer. Ja, wegrennen ist halt auch nicht weit zu. Schon. Gut durch. Happy Birthday! Hey, ist auch nett von ihm, oder? Hab ich aber beim ersten Mal total blöd angestellt.